Insgesamt denke ich, lief es gut für die Astle Scholz nach ja, 2,5 Jahren. Es ist echt einiges kaputt gegangen. Wir hatten irgendwie 4 Schwerter, die kaputt gegangen sind auf der Bühne. Die Leute haben aber echt gut reagiert. Man hilft sich dann halt, ne? Man macht das Ganze als Team. Da reicht jemand anders dem Kämpfenden die Schwerter an. Manchmal muss man eins von der Bühne kicken, weil es irgendwie eingeleuchtet hat. Aber cool. Und 10 Applaus gab es auch. Das ist auch nicht normal. Wir hatten Unterstützung von der Sabre Academy Karlsruhe. Da bin ich ja auch Trainer. Da waren Patrick und Kevin dabei, die gegen Loris gekämpft haben. Und Martina und Kai, die eine Choreo hatten. Von den Fördersabers hatten wir Sebastian und Timo dabei. Und Simon und Terje. Die waren top, klar, so wie alle. Ja, alle, die uns unterstützt haben, waren richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Ich darf euch nicht nur Lichtschwertshows präsentieren, sondern auch hier durch das Programm führen, die ganzen 2 Tage lang. Und dazu habe ich Verstärkung mit dabei, nämlich den Tobi und den Richard von Kack- und Sachgeschichten. Was ist Kack- und Sachgeschichten eigentlich? Ja, wir sind ein Nerd und ein Geek und ein Filmwissen-Podcast. Ernst gemeinte Werbung an der Stelle, das Saber Project Auftaktstück war schon stark. Bin ja eigentlich hauptberuflich Cutter gewesen, bevor ich Podcaster wurde. Ich saß da halt echt die ganze Zeit so, wow, Alter, halt da jetzt mal eine anständige Kamera drauf. Wenn du das geil schneidest, sieht es geiler aus als in Episode 1. Mein persönliches Highlight bisher für dieses ganze Ding hier drumherum ist einfach klar, was auf den Panels stattfindet, das ist super geil, ne? Da kann man mit den Leuten mal reden, da kriegt man ein paar Informationen. Aber was halt noch total krass ist, ist die ganzen kleinen Side-Facts und Infos, die man so von den Cosplayern, von den ganzen Ständen hier, was man da halt noch von den Leuten erfährt, weil es ist halt nicht ohne Grund eine Nerdcon, so, ne? Die Leute kommen halt her, die wollen sich über diese Themen unterhalten und was man da halt alles noch so parallel und überall erfährt, das ist einfach bombastisch. Erstmal sage ich, gefällt es mir schon mal gut, weil ich komme aus Kiel, also ich brauche diesmal keine Weltreise machen. Die Leute, die ich sonst immer treffe oder meine Gruppe hier, wir sind ja verteilt bundesweit und jetzt mussten halt mal alle zu mir kommen. Dadurch, dass es halt nicht so riesig ist, hat man hier schneller den Kontakt zu den Leuten, was halt für mich immer recht wichtig ist für Cons. Ich bin bis jetzt sehr begeistert. Es ist eine kleine, super schöne Convention. Gerne wieder und ich denke mal in den nächsten Jahren wird die schön wachsen. Dass wir endlich hier an diesem Punkt Richtung Hamburg die Ecke auch was größer sind. Wir sind das Star Wars Dinner Hamburg. Das ist eher so eine Art Stammtisch. Wir sind auf jeden Fall schon mal froh, dass hier oben im Norden überhaupt irgendwas ist, was zu Hause ist. Was mir hier an der Con richtig gut gefällt, ist diese familiäre Situation, dass es eben auch eine relativ kleine Con ist. Einfach sehr, sehr vertraut. Wir fühlen uns total wohl hier. Es macht richtig Spaß, wenn man den Leuten Lichtschwert in die Hand drückt und dann freuen die sich einfach. Dann gehen die Augen auf. Und nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern. Das Stargate finde ich ziemlich cool. So. Vor allen Dingen war auch die Größendimension. Und wir sind ja nur in Action hier mit Fotos machen. Ne? Die ganzen Fotokulissen, die hier aufgebaut sind, das ist natürlich auch schön. Einfach nur daneben stehen und gucken, wie die Leute darauf reagieren, macht auch schon ganz schön Spaß. Ein Mando hat mich sehr begeistert, weil der wirklich richtig gut aussieht. Drin, ne, da ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Es ist halt irgendwie alles ein bisschen. Wen ich unbedingt empfehlen kann, ist natürlich Hans-Georg Panzak. Den Synchronsprecher von Mark Hamill respektive Luke Skywalker. Er ist wahnsinnig engagiert in dem Bereich. Ich habe Hans-Georg Panzer gestern auch noch kennengelernt. Super sympathischer Mensch. Das ist ein Mensch, der sich auch richtig mit dem Franchise, mit seiner Rolle, die er spricht, identifizieren kann. Wir haben die damals 78, 18, 82, die 3 Teile aufgenommen. Die 4, 5, 6, die quasi die ersten waren. Also eins meiner Highlights war ganz klar, als Georg Giggity gesagt hat. Giggity, 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 go! Das hat mich schon sehr umgehauen. Das war schon geil. Also generell das Gespräch mit ihm, weil es einfach ein cooler Typ auch ist. Da gab es diesen Trailer und da steht hinten der Mark Hamill mit der Rey in der Höhle und dreht sich und sagt, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Und da waren wir natürlich ziemlich geschockt, dass wir das gehört haben. Ist auch schön, dass dir ein Trailer sagt, dass du ab jetzt dann arbeitslos bist. So die Zeit der Jedi ist vorbei. Scheiße. Was ich noch wirklich lernen möchte, sind noch ein paar Laserschwerttricks von euch auf jeden Fall. Ja, das kriegen wir, haben ja mal gesagt, wir machen mal morgen oder vielleicht nachher als Anmoderation so ein bisschen Workshop. Wäre schon stark. Ja. Dann haben wir zufällig noch wirklich Schwerter für euch. Hier, komm, wir machen mal so ein bisschen Aufwärmübung. Das hilft mir auch jetzt so vor der Show. Und jetzt probieren wir mal so das grundsätzliche Angriff-Glockensystem. Ja, exakt. Und das auf die andere Seite dann.
Schulter, drei, vier, fünf, halten und sechs, drücken. An die beiden sieht auch ein Applaus für euch.